Yes, herzlich willkommen zu einem weiteren Command. Heute zusammen mit dem Skycow, der gerade seinen Taschenrechner holt. Heute im Command, und zwar den Farming House Generator bei Super Trapper Hans. Wow, was ein Leck. So, aktivieren wir erstmal die Maschine, genau. Und ja, das ganze Design ist von Cube Gamer XD. Und ja, lassen wir erstmal die Maschine regenerieren. So, nun bekommen wir Generate Farmhouse und sollten darauf achten, dass zum nächsten gebauten 7 Blöcke Platz sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu musst also auf den 9. Platz, damit ich euch das zeigen kann vernünftig. So, das dauert jetzt bei mir hier irgendwie gerade ein bisschen extrem langsam. Ach jetzt, schnell aus dem Haus raus. So. Okay, ja, gerade hatte ich hier ein kleines Problem, dass er das nicht generiert hat. Ich weiß nicht warum. Aber ja. Gut, gehen wir jetzt erstmal hier ins Haus rein. Und schließen die Tür, die irgendwie auch, ja, falsch rum ist, finde ich. So, hier sind erstmal zwei Öfen, eine Werkbank, ein Amboss, das war mein Tablet, und zwei Kisten. Da ist überall nichts drin, deswegen gucke ich da jetzt auch nicht rein. Hier sind noch ein paar Kisten Kuchen. Hier ist ein Bett, wo man schön drin schlafen kann. Ja. Dann gehen wir noch mal einen höher. Und hier ist dann die oberste Etage mit einem Kamin. Ein bisschen Verpflegung. Mit Weizen, also Heuballen und hier Melonen. So, ein paar Kohleblöcke. Ja, und sieht eigentlich recht schön aus. Und dann kommen wir gleich mal zu Command Nummer 2. Bis gleich. So, da habe ich mal eben die Welt reloaded, damit sich das nicht mit dem Scoreboard wie gerade wieder überschneidet. Das hatten wir nämlich gerade schon. Und wieder ein kurzer Rückklar. Und ja, das ist der Vulkangenerator bei The Red Engineer. Das sind zwei Commands, deswegen, da müsst ihr beide euch holen. Und ich kopiere mir schon mal den zweiten eben. So, in der Zeit generiert sich hier die Maschine. Und jetzt sollen wir hier die zweiten einfügen. Das mache ich mal eben. So, nun ist die Maschine fertig. Dann kliere ich mich mal hin. So, dann gehen wir hier auf Vulkanus in MC Get Items. Dann bekommen wir Generate Vulkano. Den tun wir mal eben hinten generieren. Und Achtung, es könnte sein, dass ihr PC dadurch crasht, da ja es recht viel FPS sieht. Bei mir gerade zwar so gut wie kaum, aber ja, ist halt je nach PC. Und da generiert sich jetzt erstmal ein Vulkan. Und ja, dann tue ich jetzt erstmal Musik einfügen wahrscheinlich. Hier ein bisschen im Kreis rumfliegen. Hallo, ein Zombie. Ja, da unten ist ein Zombie gespawnt. Lol. Ist das ein Skelett da auch noch? Creeper, ja. Spawnt da mal alle, genau. Macht ihr alle fein. Spinne. Genau, jetzt könnte es gleich zu kleineren Explosionen hier kommen. Man sieht, mein FPS gehen runter. Genau, da war das erste TNT. Die erste Explosion. Das sieht man gerade bei mir nicht so gut. So, und jetzt sieht man hier, es fliegt schon einiges runter. Da war wieder ein TNT, glaube ich. Das habe ich da was gehört. Ich mache mal eben meine Audio-Sachen ein bisschen lauter. Dann hört man auch mal was. Genau, da wieder ein TNT. Und ja, dann müsste der gleich fertig sein. Und dass ich den Command jetzt aufnehme, ist schon das dritte Mal. So, und wenn sie einen guten Computer haben, auch nur wenn sie einen guten Computer haben, können sie hier... What the fuck, was ist das denn gewesen? Können sie hier 16 Gunpowder rein tun? Das mache ich mal eben. Scheiße, das war ein bisschen mehr, aber jetzt könnte es sein, dass die Aufnahme leicht, ja, laggy wird. Man hört es schon, vielleicht explodiert der Vulkan so richtig, das verstehe ich mal lieber ein bisschen. Ja. Weil selbst bei The Red Engineer ist der komplette PC gecrashed. Und ja,
Man sieht, da ist richtig viel rausgekommen und jetzt hört man es aus. Langsam die Explosion sieht man 4 FPS. Sorry für die Lags, aber ja. Der frisst halt ordentlich. Aber ich versuche die Aufnahme am Laufen zu halten. Mal schnell ins Inventar. Pausen. Nicht ins Pausen. Ich wollte eigentlich ins. Da drauf. Dann lassen wir das mal eben alles laden. Das könnte jetzt. Ja, man merkt mal, mein Kopf crasht auch so langsam. Dann warten wir mal eben kurz. Ich würde sagen, ich glaube, jetzt sollte der gleich fertig sein. Ach du Scheiße, guck mal auf die Karte, Jungs. Ja, das nenne ich mal einen riesigen Krater. Ich guck mal eben, ob ich noch zoomen kann. Ist schon recht riesig. Man sieht so leicht die Explosion. Ich versuche mich hier gerade zu drehen. Jetzt springe ich mal hier runter. Ah, mein FPS kommt wieder. Ich glaube, ja, er ist fertig so langsam. Man sieht bis zum Bedrock. Hat er sich gegraben. Und ja, da muss ich sagen. Ist das ein riesiges Loch? Selbst die Maschine ist währenddessen mit explodiert. Spawnt sie gerade. So, dann mache ich mal einen Screenshot. Was ich deaktiviere, glaube ich, jetzt erstmal alle Vulkane, damit es nicht zu kleinen Lags kommt. So, ja. Musste mal eben sein, sorry. So. Man sieht währenddessen, wie hoch ich fliege, wie groß der Krater einfach ist. Guck mal, da unten sind meine Command Blocks, wo selbst die Kiste mit explodiert ist. Die sieht man so gut wie von hier oben nicht mehr. Mal gucken, dass man. So. Und 1F2. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Command-Vorstellung. Bis zum nächsten Mal und ciao. Thank you.